Gute Zeiten. In guten Zeiten leben wir. Wir dürfen uns bewähren. Du und ich und ihr und wir mit Geist und Mut bewähren. Trauen wir uns zu, die Welt lernend zu verändern und das Kostbare zu bewahren. Was muss verändert werden? Was bewahrt? Darüber müssen wir denken, forschen und reden. Denk- und Redeverbote sind verboten. Nicht Corona und Klimawandel sind die größten Gefahren, sondern die Versuchungen des Totalitären. In uns, zwischen uns, über uns, unter uns. Trotzen wir ihnen. Solzhenitsyn sagt, Zitat, um Böses zu tun, muss ein Mensch zuallererst glauben, dass das, was er tut, gut ist. Zitat Ende. Zitiert in Marco Gallina, wieder die Spaltung. Tichys Einblick, Gastbeitrag, Donnerstag, 9.12.2021. Für 2022 wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben Gesundheit, gute Begegnungen und viel Lebensfreude. Fürchten wir uns nicht. Susanna Martinez und Hans-Peter Schwöbel. Der Schwöbelblock am Samstag, 1. Januar 2022.